Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video, jetzt mal aus einer anderen Perspektive. Wir sind auf dem Rad, wir hoffen, wir verstehen uns. Das ist ein bisschen windig. So, Philipp, wo fahren wir denn heute hin? Wir fahren jetzt in den Berg nach Dullach. Wir haben jetzt gerade noch schnell was gegessen und schaut euch einfach mal diesen geilen Sonnenuntergang an. Echt geil. Ihr kriegt jetzt noch eine Timelapse und vielleicht noch eine Hyperlapse, das probieren wir jetzt mal. Und dann schauen wir, dass wir den Sonnenuntergang drauf bekommen. Und dann fahren wir auch wieder zurück. In the city of dreams, sweating, feel like the city, you get it by any means. Looking off of my balcony, got a bit of the alchemy, got a beat in my alchemy. Midas touch, make it golden. Passion got me going, drive like it was stolen. Vision, make it off of me to live in the moment. But I see the sun setting while the waves crash down. Got me living, boy, second right here, right now. Then the stars come out and the city shakes up. And the light's so bright, feel like we just woke up. And the drinks start flowing and the crew's all here. Future feeling brighter than the streets round here. Cruising through the same roads where my idols still. I remember dreaming of a life like this. House in the hills with a weak type list. This what happens when you give money to grown up kids. You know we just living life how we want to. And we gon' live it up cause we never got to. So Leute, mittlerweile ist es auch schon kurz vor 7 und es wird langsam kalt. Wir haben jetzt noch den Sonnenuntergang genossen und waren jetzt auch relativ schnell wieder zurück. Jetzt könnt ihr auch das Video von letzter Woche anschauen. Da habe ich das Leben mit der Radtour verglichen. Das war ziemlich cool. Ich glaube, es wurde echt gut. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ist dann hier oben verlinkt oder hier oben verlinkt. Sucht euch aus, ich weiß es nicht. genau. Das könnt ihr mal noch in die Kommentare schreiben, ob ihr eher so die seid, die an der Trinkflasche nuckeln. Oder die sich so in den Mund spritzen. Genau, das würde mich echt mal interessieren, ob ich da so der Einzige bin, der sich so reindrückt. Genau. Bis nächste Woche.